St. Antons Künstler Beppi Spiss feierte im Juni seinen 60. Geburtstag. Zu diesem Anlass wird in der Woche vom 25. Juli bis 2. August eine Veranstaltungsreihe in der Kunsthalle Arlberg 1800 geboten. Prinzipiell ist es eine riesengroße retrospektive Ausstellung. Es hat knapp 160 Bilder da in dieser Kunsthalle Arlberg 1800 und eröffnet am 25.07. um 19 Uhr abends. Gezeigt wird in diesem Rahmen eine Retrospektive. Wir haben eine Auswahl getroffen für die Werke für die letzten 40 Jahre, dass man einen Querschnitt hat, wie das angefangen hat. Und also sein Arbeitet auf 78 bis zu der letzten Woche von 2020. Also ein Querschnitt über die letzten 40 Jahre, kann man sagen. Das Rahmenprogramm beinhaltet neben künstlerischen auch musikalische und literarische sowie theatralische Highlights. Zu dieser Ausstellung dazu eröffnet er mit einer Premiere, sage ich mal, einem speziellen Event, einer eigenen Zusammenstellung von ihm wichtigen Lebensstationen, die er bespricht, die er erzählt und die er mit Liedern, die ihm wichtig sind, an der Gitarre und am Klavier begleitet. Das macht er sich und uns allen zum Geschenk, und zwar in der Konzerthalle. Unter der Ausstellungszeit mittwochs und freitags ist die Halle geöffnet, da wird er da sein. Und am Samstag gibt es noch ein Zusatzevent. Die Katharina Spiss, seine Tochter, die den Arlberger Kulturfrauen vorsteht, wird mit dieser Frauentheatergruppe eine kleine, auf den Beppi zugeschneiderte Theater-irgendwas machen. Wir wissen nicht, was das wird. Beppi Spiss ist seit Jahrzehnten als Künstler aktiv und hat in diesen Jahren viele Akzente gesetzt. Der Beppi hat sich wirklich beharrlich seinen Weg gemacht als Künstler. Das war ja alles nicht so einfach. Irgendwo immer Tourismusort oder auch von Tradition her gesehen. Früher war ja das schwierig, da ein bisschen Modernität hineinzubringen. Und er hat es aber wirklich geschafft, über die Jahrzehnte beharrlich einen Weg der Kunst zu beschreiten, und das hat ihm natürlich einen guten Namen eingebracht. Und es schadet ja auch nicht, dass im Tourismusort auch ein bisschen anderes Denken, anderes Kunstdenken da ist. Bürgermeister Helmut Mall und Künstler Beppi Spiss kennen sich schon seit Kindertagen. Die beiden sind auch selbst zum Motiv eines ausgestellten Werkes geworden. Ja, das sind mehr Jugendfreunde oder eigentlich Kinderfreunde, wenn man es so sagen soll. Das ist ja eine Szene, ein Foto von meinem Vater, der war ja Fotograf gewesen, und das ist ein Teil der Kinder, wie wir alle im Oberdorf da immer zusammen gespielt haben, hat der Fotograf ist seinerzeit festgehalten, und der Beppi hat da das in Bild umgesetzt. Das sind natürlich nette Erinnerungen, weil man ja die alle kennt, wo drauf sind.